Dolazim iz Srbije, iz srca Šumadije, grada Valjevo. Heute machen wir super Cevapcici, und zwar mit dem Bora, Vater von Branko. Er ist mit diesem, oder ist bei unserem Team mit dabei. Und kommst von Serbien, gell? Und jawohl, zeigst jetzt, wie man richtig coole oder feine Cevapcici macht. Da sehen wir, was für ein Rezept brauchen. Ladet euch das Rezeptblatt runter oder auf der Bring-App die Einkaufsliste, dass ihr könnt einkaufen und nachkochen. Viel Spass miteinander. Als erstes tun wir das Fleisch vorbereiten. Das ist wichtig, dass man das Richtige hat. Da kommt es darauf an, wie man das zusammenstellt. Teil Schweinsfleisch, Teil Rindfleisch, muss genug Fett drin haben. Genau. Da braucht man einen guten Metzger. Wir haben das bekommen von Valle Prime Food. Katja hat uns extra das richtig vorbereitet, und zwar am Vortag durch eine grobe Scheibe runterlassen. Genau. Dann über die Nacht in den Kühlschrank und sehr am nächsten Tag noch durch die Rührscheibe, also durch die Finderscheibe. Und dann hat man das perfekte Hackfleisch für Cevapcici. Ja. Ich tue Herdöpfel vorbereiten. Für das haben wir hier ein wunderschönes Tranchiermesser bekommen, respektive ein Office-Messer von Victorinox. Und die Herdöpfel tun jetzt einfach vierteln, gerade diese Form. Dann tun wir nachher mit etwas Öl, mit etwas Salz auf den Backofen. Dann machen wir noch ein bisschen Kohlsalat dazu. Dann habe ich bereits gestorben. Viel geschnitten, ein bisschen Salz dran gegeben, ein bisschen Essig, und der wird schön durchgezogen, wird die Struktur ein bisschen feiner vom Kohl. Und dann tun wir auch noch ein bisschen Öl dran, und dann haben wir das schon. Das ist wirklich gut kneten, das Fleisch, dass es ein bisschen Konstellation kommt, dass es hebt, dass es nicht auseinandergeht. Es ist nicht weniger schmackhaft, wenn es auseinandergeht, aber es sieht nicht schön aus. Man isst auch ein bisschen mit den Augen. Aber theoretisch habe ich jetzt mehrfach gehört, sogar von den Lehrern aus Serbien, die eben Unterricht geben, nach Rat gefragt, und er hat mir einfach die einfachste Art empfohlen. Hat er gesagt, mach nicht kompliziert, mach nicht zu viel Zutaten, mach nicht zu viel in Fleisch rein. Sondern da tun wir jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer, mehr nicht, oder? Salz und Pfeffer und mehr nicht. Dann tue ich hier noch Zwiebeln hacken. Die wird nachher roh zum Fleisch serviert. Genau. Gell? Als Beilage. Weil, oh, das ist ganz gut. Das ist genug viel. Ganz ist gut. Schön. Das ist super. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Eiwar. Eiwar ist als Beilage, wie Kartoffel auch natürlich. Man kann das nehmen, was man gerne hat, als Zutaten. Also Cevapcici kann man auch als Salat nehmen, wie man hier sagen. Sagen bei uns immer. Wenn wir in Serbien sind, dann tun ich ganz Familie einladen, und Branko ist da eben Mitorganisator eigentlich. Und dann also muss ich vielleicht sagen, der Branko ist dein Sohn. Branko, und du hast eben gelernt, Cevapcici machen, oder? Ja, auch. Er weiß, was er weiß natürlich zu schätzen, wenn es Cevapcici zum Mittag gibt. Und du glaubst nicht, es ist schon geplant, nächster Besuch, wenn er zu mir kommt, machen wir Cevapcici. Sehr schön. Und das ist übernächsten Sonntag, weil er ist jetzt ausverkauft. Ja? Yes! Yes! Ja, freust dich jetzt schon, oder? Gut. Herdöpfel, wie gesagt, ein bisschen Salz dran, ein bisschen Olivenöl. Dann schön hier mischen. Also, anstatt dass man jetzt einen Trichter und eine Mühle da hat, wie das eben in der Industrie gemacht wird, beziehungsweise bei der Metzg, und dann wird das einfach hinterher immer rausgenommen. Das ist eine Fließarbeit, wo eigentlich eben Cevapcici geformt werden. Wir machen halt jetzt mit dem Improvisation, mit dem Plastiksacktrichtel da. So, ja. Brötsack nehmen, jawohl, nach vorne rein machen. Und jetzt sehen wir einfach die Würste rausdrücken. Ja, probiere ich halt, wie es rauskommt. Braucht ein bisschen Kraft. Und dann muss man ein bisschen fest drücken da oben, dass es rauskommt. Ja, wie du es vorne ein bisschen ganz gleich. Genau, dass es gleichmäßig aussehen, dass das Ende auch schön ist und so. Das ist alles jetzt Formsache, dass es für die Augen auch schöner aussieht. Salat, geben wir ein bisschen Olivenöl dran. Ein bisschen Pfeffer. Nochmal schön ein bisschen durcheinander machen. Genau. Der Kohl ist jetzt über Nacht schön weich geworden. So.
sehr gut. Und darf ein bisschen mehr über, nach Essig schmecken als nach Öl, oder? Genau. Darf relativ sauer sein. Genau. Ein bisschen probieren. Es ist alles Geschmackssache natürlich, aber... Jetzt trinken wir Bier zusammen, ist gut. Jawohl, das gehört dazu. Immer am Grill in rechter Hand habe ich Zange, in linke habe ich Bier. Genau. Ja, eigentlich gehört zuerst Schliwowitz. Schliwowitz wird schon, oder wie? Yes. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl miteinander. Prost und lasst euch gut schmecken. Und jetzt gehen wir ab am Grill, oder wie? Mhm. Gut. Herd öffne bereits im Ofen, 180 Grad, etwa 30 Minuten, 40 Minuten, wenn wir dann probieren. In der Zwischenzeit haben wir die schöne Zeit dran gehen. Genau. Also. Okay. Es ist perfekt. Ob wir Perfektion kriegen, das werden wir sehen. Weißt du, ich drehe 2 bis 3 Mal und zwar auf alle 4 Seiten. Und dann ist das gut. Das ist die perfekte Cevapcici. Dann ist das perfekt, für mich. So. Schön langsam, haben wir ja. Zeit. Du musst die Zeit nehmen. Weil es ist sehr wichtig, Geduld. Hier. Langsam grillieren, Bierli trinken dazu und genau, dann gut, das, gell? Und der Schnaps natürlich auch. Wo ist Schnaps? Schliwowitz, oder was? Schliwowitz, natürlich. Branko, wo ist der Schliwowitz? Wie lange hast du jetzt die drauf? Etwa 17 Minuten und etwa in 3-4 Minuten ist es fertig. Es muss saftig sein. Wir dürfen eins probieren vielleicht hier, aus der Mitte. Du kannst auch drin gießen. Geil. Ja? Die sind gut, oder? Ja, super. Eben, zwischen 15 und 20 Minuten. Ja. Je nach Feuer. Wir könnten die jetzt eigentlich abstellen. Und kannst nachher. Machen wir die nicht parat. Ja. Bringst du rein, oder wie? Ich kann es hineinbringen, aber soll ich das drauf? Ja, tipptopp. Okay. Die Herdöpfel sind fertig. Dann tun wir anrichten. Ist das gut? Jawohl, die Cevapcici sind auch fertig. Ich habe die Hälfte noch drin lassen, dass die eben warm haben. Und du hast auch gerne Eiweiß, oder? Jawohl, ich habe gerne Eiweiß dazu. Das ist alles Geschmackssache. Und man kann Zwiebeln soll ich drüber gehen, oder wie? Jawohl, nebendran, nebenzu. Nebendran? Genau, genau. Gut. Und dann noch ein bisschen Kohlsalat, ist das gut? Jawohl, Kohlsalat ist auch gut. Bora, bitte schön. Dankeschön. Dann Sie probieren wir es mal. He? Ja, herzlichen Dank. Guten. Ja, cool, dass du da bist. Super. Bin gespannt, wie die schmecken. Ja, ich probiere zuerst mit den Kartoffeln. Geil. Mhm. Super Sache. Mhm. Geil. Mhm. Lässiges Rezept. Dann es nachkochen, wenn es euch gefallen hat. Mm-hmm. Es lohnt sich. He? Jawohl. Tschüss miteinander. Also, für das Mal. Super! 嗯. Genau, hast du eine Begrüßung auf Serbisch machen? Ja, soll ich? Ja, hoi, sag gerade aus. Aha. Dolazim iz Srbije, iz srca Šumadije, grada Valjevo. Was heißt das? Ich komme aus Herzen von Serbien. Šumadija ist ein Teil, wo sehr viel Wald früher gehabt hat. Aber wir hatten gute Freunde, Türken, Deutsche, Österreicher, die uns das alles abgeholzt haben. Heute heißt nur noch so, hat kein Wald mehr. Also Živeli, hä? Moment, Živeli? Živeli, ja. Živeli. Ja, Živeli. Das ist ein bisschen Teil. Milder ja. Als der andere. Das ist 12-jährig. 11 jetzt. Zum Wohl mit der Hand. Guten Abend. Schiveli. Schiveli. Cheers. Ja, das ist richtig.